Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren AliExpress Review Magazin Video. Heute geht es um dieses schmucke Teil. Es handelt sich hierbei um einen tragbaren Wasserkocher. Sieht aus wie eine Thermoskanne, ist aber ein Wasserkocher. Ich möchte kurz das Produkt vorstellen und dann auch noch ein paar Dinge dazu sagen, wofür wir es gekauft haben. Also, das Ding ist von Derma, kommt in dieser recht schmucklosen, aber sehr funktionalen Verpackung an. Hier Derma Electric Hot Water Cup. Alles leider auf Chinesisch, aber er kommt unversehrt an. Also in dem Karton ist er wirklich gut aufgehoben. Hier ist nochmal dieser Kunststoff, damit er fixiert ist. Also da kann man absolut nicht meckern. Dabei ist noch diese Anleitung. Die Anleitung ist nur auf Chinesisch. Das ist ein bisschen schade, aber auch wenn es ein Wasserkocher ist, relativ selbsterklärend. Ein paar Sachen muss man aber nachschauen, denn das ist nicht ganz selbsterklärend. Da gibt es aber ein ganz gutes YouTube-Video, was ich auch gerne in der Beschreibung verlinke. Ansonsten einfach bei mir bleiben. Bei mir seht ihr das auch noch, wie es funktioniert. Gut, noch dabei ist das Kabel für Ali typisch mit einem chinesischen Stecker und einem EU-Adapter. Der ist immer dabei. Der war jetzt nicht in der Verpackung drin. Den packt Ali ja einfach immer so an den Rand dabei. Ja, der war jetzt hier in der Verpackung einfach eingewickelt. Und das ist jetzt auch der Punkt, worüber wir uns geärgert haben, beziehungsweise nicht geärgert haben, was der große Kritikpunkt an diesem Wasserkocher ist. Denn, ja, er ist tragbar, das stimmt, er ist tragbar wie eine Thermoskanne. Aber als Wasserkocher funktioniert er nur mit Stromanschluss. Das heißt, ich kann nicht von unterwegs einfach autonom oder autark, besser gesagt, Wasser kochen. Ich brauche immer zwingend einen Stromanschluss. Und das ist ein Riesennachteil für dieses Ding. Wir haben das Ding gekauft und dafür bietet er sich auch von der Idee her vielleicht sogar an, für unterwegs Babynahrung warm zu machen. Ja, wenn wir unterwegs sind, ist es immer blöd, wie das ist. Entweder muss man diese fertigen Fläschchen schon in Thermoskannen packen oder so einen Thermosbehälter packen. Man muss zwei Thermoskannen mitnehmen, so heißes, kaltes Wasser zusammenmischen und so weiter und so fort. Das ist alles unpraktisch. Und deswegen kamen wir auf die Idee, wow, transportabler Wasserkocher, der auch noch temperierbar ist. Das ist ja das Coole daran. Das wäre perfekt. Aber als das Ding dann kam, und das ist ein bisschen irreführend, denn bei AliExpress steht tragbar und in dem Derma-Video, was auch bei der Produktbeschreibung dabei ist, sieht man dieses Kabel nirgends. Ein bisschen verwirrend, denkt man, oder habe ich gedacht, ja, das Ding wäre wirklich transportabel und ich könnte es unterwegs einfach benutzen mit Akku. Hat er leider nicht. Er braucht immer Stromanschluss. Das ist das erste Manko. Zweite Manko seht ihr auch noch gleich im Anschluss. Ich zeige euch auch mal gleich, wie das Ding funktioniert. Der braucht ewig. Der braucht eine halbe Ewigkeit, um endlich mal das Wasser zu erwärmen. Ich wollte es jetzt nur auf 40 Grad haben. Schon für das eine Grad hat er eine Minute gebraucht. Das ist viel zu lang. Das ist einfach wirklich zu lang. Wir haben hier einen Krups-Wasserkocher, auch temperierbar, der fest steht. Der packt die 40 Grad innerhalb von 10, 15 Sekunden. Vielleicht mal 20 Sekunden. Das ist einfach viel zu lang für Babynahrung, wenn man ein Kind hat, was, wenn es Hunger hat, direkt anfängt zu schreien. Da kann man nicht 10 Minuten warten oder 5 Minuten warten, bis das Wasser warm ist. Kann man auch andere Lösungen finden, die wirklich besser sind als das hier. Da muss man ganz ehrlich sagen, da ist er fast schon unbrauchbar. Er würde von der Kapazität, er ist jetzt ein bisschen nass, weil ich das Video schon vorher gedreht habe, wie es geht. Von der Kapazität her wäre er eigentlich gut. 350 Milliliter, das sind zwei kleine Fläschchen, wäre okay, oder ein großes Fläschchen. Das würde passen. Aber da er einfach viel zu lange braucht, ist er wirklich unbrauchbar. Ansonsten, wie gesagt, ist er nett gemacht. Man kann da nicht meckern. Er sieht gut aus, er ist schön verarbeitet. Er erwärmt auch, ja, er ist auch dicht. Aber er ist zu langsam, er braucht einen externen Stromanschluss. Und deswegen ist er meiner Meinung nach für Babynahrung unterwegs zu erwärmen absolut ungeeignet. Da muss man noch auf die altbewährten Mittel zurückgreifen. Da haben wir auch noch keine Alternative gefunden. Wenn ihr eine habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, bin immer offen für Neues und bin immer froh, wenn jemand seine Erfahrung teilt. Mein Fazit ist, Babynahrung, nein, da gibt es bessere Alternativen. Das hier ist dafür nicht geeignet. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch bis hierhin gefallen. Schaut euch jetzt noch an, wie das Ding funktioniert. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. So, schauen wir uns nochmal an, was die Wasserkanne, diese Wasserkocher besser gesagt, so alles kann.
Laut Anzeige sollen genau 350 Milliliter Wasser hier rein. Ich habe jetzt hier mal genau 350 Milliliter abgemessen. Füllen wir die jetzt mal bis zum Eichstrich hier ein. Gut, wie ihr seht, ich zeige es kurz, bleibt ein bisschen was übrig. Das heißt, es werden nicht genau 350 Milliliter sein. Es werden vermutlich so 340 Milliliter sein. Um jetzt Wasser erhitzen zu können, müssen wir den Stecker anschließen. Der hängt jetzt gerade ein bisschen im Wasser. Ich mache ein bisschen trocken, dass ich einen Kurzschluss bekomme. Gut. Der Anschluss ist hier hinten auf der Rückseite. Stecke ich einfach ein. Sobald ich ihn reingesteckt habe, hört man schon piepen und hier vorne leuchtet die Anzeige. Hier unten kann ich einstellen, welche Temperatur ich will. Hier oben bestätige ich dann einfach die Temperatur. Ja, hier sehe ich jetzt auch die aktuelle Temperatur waren 15 Grad. Also 17 Grad sogar, 18 Grad. Was haben wir jetzt für eine Temperatur? 19 Grad. Gut. Hier gebe ich die Temperatur, die ich haben will, ganz praktisch in 5er Schritten. Das ist sehr cool. Das ist schön genau, ja, wenn man hier was erwärmen will. Ich nehme jetzt mal 40 Grad, die Temperatur, die man meistens für die Babynahrung nimmt. Ja. Drück hier oben, dass ich es bestätige. Und dann warte ich, bis die Temperatur erreicht wird. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Machen wir jetzt noch mal oben zu. Also das waren jetzt so 15 Sekunden, 1 Grad bisher. Es geht nicht wirklich schnell. Jetzt wird es sogar kälter. Ich habe es eigentlich eingestellt. Gucken wir mal. Ich habe den Versuch dann einfach an dieser Stelle abgebrochen. Wie ihr seht, es dauert einfach ewig. Also es waren jetzt 2 Minuten insgesamt. Klar hat das eine gerade dann relativ schnell hingekriegt, aber das ist einfach zu lang. Er hat es dann irgendwann geschafft, aber es dauert einfach mehrere Minuten und das bringt nichts. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video.